Shalvea kocht. Heute Karamellpudding. Die Zutaten sind wie bei Vanillepudding. Auf einen halben Liter Milch, 4 Eigelb, 60 Gramm Zucker, 30 Gramm Stärke und Vanille. Den Großteil der Milch kochen wir auf. Während das kocht, karamellisieren wir den Zucker. Also wir packen ihn flach in einen Topf, der hoch sein muss, wirklich hoch, und dann wird er erhitzt. Das Ei trennen wir, dann kommt die Vanilleessenz dazu, dann den Rest Milch, das verquirlen wir gut, und zwar zusammen mit der Stärke. Wirklich gut rühren, das Geheimnis eines Puddings ist viel rühren. Der Zucker wird karamellisiert und gelassen, und sobald er braun wird, muss es schnell gehen. Die heiße Milch mit da drauf, und wie ihr seht, uiuiui, da nahm die Chemie ihren Lauf. Wirklich gut rühren, das dampft ganz schön. Die Puddingmasse dazu, weiter rühren, bis es stockt. Und dann blubbert das schön vor sich hin. Ihr müsst wirklich vorsichtig sein, wenn ihr die Massen zusammenkippt. Kann es richtig harte Verbrennungen geben. Dann füllen wir um und dann ist er schon fertig. Schmeckt viel besser als aus der Tüte. Wenn ihr Karamellpudding mögt, ist das wirklich der Weg. Ich wünsche euch einen guten Appetit.